Hallo ihr Hübschen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Endlich kann ich es euch mehr oder weniger erzählen. Schaut doch mal mein Outfit an. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich habe ein schwarzes T-Shirt an, eine sehr coole Sporthose, so Fahrradhose ist das, und Socken. Was mache ich? Ich begebe mich ab heute auf die Motorradtour. Mein Weg erkläre ich euch kurz, was unser Plan ist. Also, wir fahren mit den Bikes Richtung Italien. Wir haben keine bestimmten Tagesziele, wir haben keinen bestimmten Ankunftsort, wir haben nicht speziell geplant, wir wollen jetzt dann und dann dort sein, sondern wir fahren einfach frei Schnauze Italien lang. Unser Ziel, unser Endziel sozusagen, ist eigentlich Sardinien. Ob wir das alles so schaffen? Ich habe keine Ahnung, weil jeder ist nicht so fit und wir sind alle ein bisschen groggy und weiß ich nicht was. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das was wird. Heute ist geplant, also früher war geplant der Gardasee, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Dann ist heute eher vielleicht Österreich oder sowas geplant. Ich bin schon seit 6 Uhr wach. Mein Wecker steht auf 8.30 Uhr, der wird jetzt bald klingeln, weil es ist nämlich kurz vor 8 Uhr, glaube ich. Könnte ich mal aufstellen. Und habe mich eben schon umgezogen, fertig gemacht, habe schon gefrühstückt. Werde jetzt hier noch in der Wohnung ein paar Sachen erledigen. Und dann werde ich meine Taschen nach unten bringen. Ich zeige euch mal meine Taschen. Das sind die zwei, die an der Seite hängen werden. Und das ist die, die oben drauf ist. Und hier unten ist mein Trankrucksack und meine Pocketlist. Den hier wollte ich eigentlich weglassen, weil es mir zu fett ist. Aber da wir jetzt einen kleinen Campingstuhl haben und ich dann doch Essen und so mitnehme, also wenn ihr mal reinschaut, seht ihr eher so einmal meine Flipflops, weil das ist das erste, was ich anziehe, wenn ich am Campingplatz bin. Genauso wie Nüsse und Essen und Snack und irgendwas, dass man halt erstmal den ersten Tag kommt. Da unten ist auch noch Kaffee drin und sowas. Und da das hier alles mit Essen voll ist, brauche ich das halt dann irgendwie doch. Ja, ich muss jetzt noch Taschentücher einpacken und Mückencreme, weil ich sehr zerstochen wurde in letzter Zeit und dort wird das bestimmt genauso passieren. Und dann gehe ich nach unten und schneide mal meine Taschen dran. Ich hoffe, ich kriege das alles wieder so gebacken. Und ja, bis dann. Hallo! Sehr schön. Wir sind einfach mal gefühlt 180 gefahren. 1000 Kilometer. 9 Kilometer von Garmisch. Ja. Fahren wir weiter. Fahren wir weiter. Hallo! Ich glaube, mich sieht man nicht mit dieser. Doch, mich sieht man. Wir sind auf dem Berg. Wie heißt das Ding? Jauchen? Jauchen? Jauchen. Wir sind 2020 Meter. Da hinten mal. Das klingelt schon weh. Ah, es ist nur Kurvenstraße. Oh, ich bin sehr fett. Echt? Ich glaube, ohne Fakten wäre scheiße. Schaut mal! Ich glaube, du jammern. Na? Wie geht's euch so? Fit wie ein Turnschuh. Was? Fit wie ein Turnschuh, das klappt ja wohl selber nicht. Nein. So, mein Bike. Ein bisschen was haben wir noch. Ich schaue dezent fertig aus. Wir sind angekommen.
offiziell steht. Eine Fußhebung. Wir sind jetzt am Campingplatz, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Ich war schon eine Runde planschen im Pool. Wir haben jetzt schon lecker gegessen, es gab Brotzeit. Und jetzt ist uns kalt. Ich war auch schon duschen, wie man sieht. Meine Eltern schauen mich sehr gelangweilt an. So wie ein kleines Kino. Ja, so ist das. Bis wohin fahren wir morgen so? Jetzt noch nicht. Circa. Richtung Modena? Was für Ding? Richtung Modena? Modena. Modena? Was ist denn Modena? Modena, das ist die Ferrari-Werkstatt. Aha, also da fahren wir. Und dann geht's weiter über die B12. Richtung Pisa. Richtung Pisa. Da, wo der schiefe Turm steht. Dann schauen wir mal.